Hallo zusammen und willkommen zurück bei Whisky Space. Heute bin ich seit langem mal wieder in den USA unterwegs und heute, um genau zu sein, in Texas, in Waco bei der Distillery Balcones. Balcones kennt wahrscheinlich, ja, also wenn dann von dem Brimstone, wenn ihr von dem schon mal was gehört habt, das ist ja so ein ganz spezieller Tropfen von Balcones, der sehr, sehr stark rauchig ist und also der scheidet die Geister, würde ich jetzt mal sagen. Die einen mögen den, die anderen mögen den nicht. Das war ich so der erste Bekannte von Balcones, den man so ja in Übersee wahrgenommen hat, sage ich mal. Aber mittlerweile macht Balcones wirklich tolle Sachen. Ich habe mir da mal was aufgeschrieben. Gegründet wurde Balcones nämlich erst 2008. Wie gesagt, liegt in Waco, Texas. Mittlerweile brennen die auch auf Pot Stills von Forsyth. Und ja, es gibt einige Abfüllungen mittlerweile von Balcones. Zwar geht es im heutigen Video, den zeige ich euch natürlich sofort. Es geht um den Balcones Texas Single Malt Number 1, The Original Texas Spirit, Malt Spirit mit 53 Volumenprozenten. Dann macht Balcones natürlich auch einen Bourbon, und zwar ist das der Texas Pot Still Bourbon. Dann gibt es den Baby Blue, den True Blue, dann gibt es noch einen Rye Whiskey. Mittlerweile gibt es noch einen anderen Peated Whiskey, der extrem stark sein soll. Und na, gibt noch einen anderen Single Malt, der dann noch einen Rumfinish bekommen, der glaube ich über 60% oder so. Ja, aber heute geht es ja um den Texas Single Malt. Bei Balcones selbst ist es jetzt so, die Reifung geht da relativ fix vonstatten, weil die haben da ein System und die machen da immer dieses Yard Aging, heißt es. Das bedeutet, die packen ihre Fässer nach draußen in den Hof oder eben egal, irgendwo draußen hin und dann in die Mittagssonne und dann entstehen da richtige Spannungen in den Fässern, Destillat und die Fässer, die haben da sehr starke, ja. Sehr starker Einfluss ist eigentlich durch diese krasse Sonne, diese Hitze in Texas auf das Fass und das Destillat und deswegen reifen die sehr, sehr schnell da. Ja, also ich habe, das steht da glaube ich hier, ich habe das aufgeschrieben. Also durchschnittlich ist ja in Texas die Temperatur 25 Grad und in den Sommermonaten kann es dann mal locker auf die 40 Grad hochgehen. Und die 5 Monate genau werden die Fässer dann der Sonne ausgesetzt. Und deshalb ist jetzt bei diesem Texas Single Malt oder auch bei den anderen Balcones die Reifung zwischen 15 und 35 Monate, also nicht mal 3 Jahre. Und wenn es krasserweise könnte das vielleicht so knapp über ein Jahr sein sogar, aber man weiß es nicht genau, wie alt. Auf jeden Fall kann man sagen, zwischen 1 und 3 Jahren ungefähr das Alter. Und die Reifung ist da richtig turbomäßig. Ein bisschen so wie in der Schweiz da bei Seven Seals, glaube ich. Die haben ja da auch so ein Patent, wie sie da innerhalb von kürzester Zeit noch schneller reifen können. Aber da ist es eben auf natürlichem Wege durch die Sonne und die Hitze, dass da eben sehr, sehr starke, ja, Spannungen entstehen zwischen dem Destillat und dem Fass und es dehnt sich dann aus und keine Ahnung, ich bin kein Chemiker, aber ich weiß, dass da die Reifung relativ schnell ist, wie es zum Beispiel auch in Taiwan ist, weil ja da auch mehr Hitze ist oder auch in Tennessee und Kentucky, aber da ist nicht ganz so warm, aber da reifen die Whiskys trotzdem auch schneller wie jetzt zum Bleistift in Schottland, wo da ganz, ganz andere Temperaturen sind und die Reifedauer da wesentlich länger ist. So, auf jeden Fall, das war mein erster Texas Single Malt, also der erste Single Malt überhaupt aus USA. Am Anfang wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Das sind jetzt 700 Milliliter, 53 Volumenprozent Tee, gereift zu viel, ich weiß, in Ex-Bourbon-Fässern.
Weil bei Single Malt in USA ist es nicht so wie beim Bourbon, dass der zwingend in Virgin Oak gereift sein muss. Teilweise sogar dürfen sie es dann gar nicht. Also ich glaube bei dem True Blue, da muss auch Ex-Bourbon verwendet werden, weil da dürfen sie gar kein frisches amerikanisches Weicheichenholz nehmen. Bei dem habe ich jetzt auf jeden Fall gelesen, ist es Ex-Bourbon. Mal schauen, ob es stimmt. Und nicht kühl gefiltert das Ganze, ohne Farbstoff, 53 Volumenprozent, Kostenfaktor momentan zwischen 60 und 65 Euro. Jo, dann schenken wir den doch einfach mal ein, den Kollega. Ich kann nur so viel sagen, dass ich schon ein paar Videos gesehen habe, so viele hatten den jetzt noch gar nicht im Tasting-Video, und manche haben gesagt, wenn der über die Hälfte Füllstand weg ist, dann verändert er sich im negativen Sinne. Also da werde ich auf jeden Fall genau drauf achten. Es kann sein, weil das ist auch bei schottischen Whiskys oder allgemein bei Whiskys, kommt es mir jedenfalls so vor. Also die Farbe ist schon mal überragend. Natürlich mache ich hier gleich mal so. Also wahnsinnig tolle Farbe. Dunkler Bernstein. Was wollte ich sagen? Ja, dass die, oh mein Gott, ich schütt schon alles wieder rüber, du. Jesus Christ. Was wollte ich jetzt sagen? Bin ich jetzt blöd? Na, vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Also die Leckbildung ist schon mal überragend. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die sind richtig stark. Richtig ölig. Ach ja, genau. Mein Gott, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar, dass bei jungen Whiskys, die über den halben Füllstand, also runter sind, dass die dann sich wirklich auch negativ verändern können. Ich finde das zum alten Whisky, der meines Erachtens immer besser wird. Und bei den jungen Whiskys kann es vorkommen, dass der dann eher schlechter wird. Deswegen muss man relativ fix trinken. Aber jetzt schauen wir mal, wie es bei dem ist. Also die Lecks sind überragend. Also das sieht man echt, klebt hier ohne Ende. Gut, genug geschwafelt. Halten wir die Nase rein. Karamell. Sehr, sehr tiefes Karamell, Holz. So eine saftige Kirsche. Ledrig. Auch was Kräutriges habe ich auch. Ein bisschen so Thymian und Rosmarin. Diese typische Vanillenote, wie ich es jetzt beim Bourbon habe, die habe ich jetzt da nicht. Ich habe sogar ein bisschen Coca-Cola, krass. Cherry Coke, das kommt gut hin, Cherry Coke. Cherry Coke mit Karamell. Dann den Honig habe ich, so einen dunklen Honig, eher Akazienhonig. Aber sehr dunkel, man merkt richtig, wie diese Fässer gebacken worden sind von der Sonne. Und das Holzaroma ist auch echt stark da. Es ist, hat so einen würzigen, so einen süß-würzigen Charakter, würde ich sagen. Also Frucht, wie gesagt, habe ich die Kirsche, vielleicht noch eine Pflaume und sonst ledrig, holzig, karamellig, also wirklich schön. Und dann diese leichte Kräuternote da mit dem Thymian und dem Rosmarin. Toll, wirklich toll. Na dann, cheers!
Wow. Kraft. Power. Jetzt. Die Kirsche. Karamell, dunkle Schokolade. Gemischt mit Vollmilchschokolade. Die Holzwürze. Habe ich auch was Pfeffriges. Das Leder auf jeden Fall da. Wie so Omas Handtasche. So ein leichter Muff, was ihn ein bisschen älter wirken lässt. Holzmuff. Ja, dieses Leder bleibt sehr, sehr lange da. Und klingt dann so, würde sagen, so mittellang aus. Aber er belegt wirklich alles. Toller Tropfen. Jetzt geht dann so eine nussige, genau, so was Nussiges, nussige Trockenheit geht das so, verfliegt er so leicht. Ein Traum. Also was krass ist, der erinnert an tiefe Sherry gereifte Whiskys. Also wie sie das hinbekommen, ohne dass da irgendwie Sherry dabei ist, das ist schon Wahnsinn. Also anscheinend dann nur durch dieses Yard Aging, dass da so krass irgendwelche chemischen Prozesse entstehen, dass der so eine Vielfalt hat in so kurzer Zeit und auch also richtig toll. Klar, ist nicht so lang, so, ja, mittellang doch, würde ich schon sagen, aber kraftvoll, toll. Kann man sich auch echt gut im Sommer vorstellen, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. So, wenn man so an Texas denkt, Hitze, da schenke ich mir hier einen Texas Single Malt ein. Richtig, richtig geiles Zeug, muss ich sagen. Also 60, 65 Euro für den geht absolut klar. Eine Bewertung für den hier. Also, das ist echt ein Geheimtipp. Also, wenn man mal einen Single Malt aus USA probieren will, dann kann ich den euch nur wärmstens empfehlen. Und die Bewertung, da muss ich ganz ehrlich sagen, dem gebe ich eine 90, das ist eine 1-, also richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob man den noch länger reifen kann, wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal, da sind dann auch irgendwann Grenzen gesetzt, weil dann ist er einfach drüber. Aber wenn er noch ein bisschen mehr Tiefe hätte, dann würde er bei mir echt Richtung 1 kommen. Und jetzt so eine 1-, eine 90, also klasse Teil. Aber durch die kurze Reifedauer und durch dieses Yard Aging, was da entsteht, das ist echt aller Ehren wert. Jo, gut, das war's wieder. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von Balkonis schon hattet oder ob ihr auch den Texas Single Malt schon hattet. Würde mich super interessieren und dann wäre es super cool, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal mit euch hier bei Whiskey Space. Macht's gut, bis dann. Tschüssi, ciao, ciao.